Liebe Zuschauer, die Welt befindet sich weiterhin fest im Bann der Geschehnisse rund um die Corona-Pandemie. Während erste Länder die Maßnahmen lockern und in Teilen gar komplett aufheben, wird in anderen Ländern wie beispielsweise hier in Deutschland über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht debattiert. Was jedoch im öffentlichen Diskurs nur eine Nebenrolle zu spielen scheint, ist die Interessenslage der großen Konzerne und der Finanzindustrie. Während viele Menschen vor dem finanziellen Ruin stehen und vor allem Unternehmen aus dem Mittelstand um das Überleben kämpfen müssen, gibt es eine finanzielle Elite, die weiterhin große Gewinne einfährt. So berichtet gar die Entwicklungsorganisation Oxfam in einem Bericht von Mitte Januar, dass die Pandemie für Milliardäre einem Goldrausch gleiche. Wie derartige Entwicklungen möglich sind und inwiefern einflussreiche Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum die Politik unterwandern und welche Rolle Deutschland hierbei spielt, möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Er ist Buchautor und Finanzexperte. Ich begrüße ganz herzlich nach Berlin Ernst Wolf. Guten Tag, Herr Wolf. Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Wolf, auch erstmal für Sie vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um mit uns dieses Gespräch zu führen. Lassen Sie uns gerne gleich ins Gespräch einsteigen. Mitte Januar tagte ja das Weltwirtschaftsforum aufgrund der Pandemie in einem Online-Format. Das physische Treffen in Davos wurde auf Ende Mai verlegt. Digital anwesend waren wie immer die Staatschefs der größten Nationen der Welt. Und auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz war zugeschaltet. Olaf Scholz betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit globaler Kooperation und führte aus, dass Deutschland entschlossen sei, eine entscheidende Rolle bei der großen Transformation zu spielen. Herr Wolf, was meint Olaf Scholz, wenn er von einer großen Transformation spricht? Ja, ich denke, dass er da einfach nur einen beschönigenden Ausdruck für den Great Reset meint. Also das ist der Great Reset, von dem auch Klaus Schwab in seinem Buch geschrieben hat. Und dann ist das ist die Situation, in der sich die Welt im Moment befindet. Wir befinden uns mitten in der vierten industriellen Revolution und die hat ungeheure Folgen. Also die vierte industrielle Revolution folgt auf die dritte. Die dritte, das war die Einführung des Computers und die Einführung des Internets. Und jetzt haben wir mit der flächendeckenden Einführung der künstlichen Intelligenz zu tun. Und diese Einführung der flächendeckenden künstlichen Intelligenz wird dazu führen, dass Hunderte von Millionen von Arbeitsplätzen weltweit verloren gehen und dass damit auch das bisherige Finanz- und Geldsystem so nicht mehr funktionieren wird, wie es bisher funktioniert hat. Also wir haben eine riesige Transformation einerseits gesellschaftlicher Art, dann auf dem Arbeitsmarkt und gleichzeitig auch im Finanzsystem. Und Sie haben ja schon angesprochen, dass in der letzten Zeit im Finanzsystem ein ungeheurer Konzentrationsprozess vor sich gegangen ist. Also die größten Profiteure der Pandemie waren auf der einen Seite die großen IT-Konzerne, die größten fünf davon, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Facebook, hatten Ende letzten Jahres einen Börsenwert von 10 Billionen Dollar. Und auf der Finanzseite die großen Vermögensverwaltungen, sieht man die 10 großen Vermögensverwaltungen an, dann haben die ein verwaltetes Vermögen gehabt Ende des Jahres von 45 Billionen Dollar. Das ist also mehr als das Doppelte als das Bruttoinlandsprodukt der USA. Und diese beiden Kräfte arbeiten zusammen. Also der digitale Komplex arbeitet mit dem finanziellen Komplex zusammen. Die sind auch direkt miteinander verbunden. Also die größten Aktionäre der großen Digitalkonzerne sind immer die großen Vermögensverwalter. Und die großen Vermögensverwalter wiederum sind von den Digitalkonzernen abhängig. Nur ein Beispiel davon. Dafür ist das Datenanalysesystem von BlackRock, dem größten Verwalter der Welt, dem größten Vermögensverwalter, befindet sich in den Händen von Microsoft. Also da ist eine Kraft entstanden, eine Symbiose zwischen diesen beiden Kräften. Das ist die finanziell stärkste Macht, die es jemals auf der Erde gegeben hat. Und die hat auch noch das zweite Standbein für sich entdeckt. Im Moment spielen nicht nur das große Geld eine große Rolle, sondern auch die Herrschaft über die Daten. Und die beherrschen eben die Daten und das Geld in der Welt. Und deswegen sind die so ungeheuer mächtig geworden.
Olaf Scholz beschwor in seiner Rede auch den Geist von Davos und führte aus, dass man die globalen Gesundheitsziele nur in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Privatsektor erreichen kann und dass es das Ziel sei, bis Mitte diesen Jahres 70% der Weltbevölkerung zu impfen. Wörtlich hat er gesagt, ohne eine globale Immunisierungskampagne werden uns bald die griechischen Buchstaben ausgehen. Herr Wolf, würden Sie Herr Scholz in Anbetracht derartiger Aussagen als einen unabhängigen Politiker bezeichnen oder ist er lediglich der so etwas wie der verlängerte Arm der Interessen des digital-finanziellen Komplexes? Ja, das Zweite trifft zu. Und das trifft nicht nur auf Herrn Scholz zu, sondern das trifft auf alle Politiker weltweit zu. Also Politiker im Moment müssen sich dem digital-finanziellen Komplex unterordnen. Wenn sie das nicht tun, sind sie ganz schnell weg vom Fenster. Wir haben ja gesehen, dass im Rahmen der Pandemie ungefähr 200 Regierungen der Welt im Gleichschritt marschiert sind, die gleichen Maßnahmen durchgesetzt haben, mal die eine oder andere taktische Wende anders vollzogen haben. Aber im Großen und Ganzen sind sich 200 Regierungen im Rahmen der Pandemie einig gewesen. Und das hat es auf der Welt noch nie gegeben. Das zeigt mir, dass es im Hintergrund eine viel mächtigere und viel größere Kraft gibt. Und dieser digital-finanzielle Komplex hat sich ja seine eigenen Truppen geschaffen in den letzten 20 Jahren. Und einer der wichtigsten Schalthebel ist eben das World Economic Forum in Davos. Das bildet ja die politische Elite aus. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das World Economic Forum seit Anfang der 90er Jahre das Programm der Young Global Leaders aufgelegt hat, das zuerst erstmal Global Leaders for Tomorrow hieß. Aber aus dieser Schule sind ja alle wirklich bedeutenden Persönlichkeiten in der Politik und auch im korporativen Bereich hervorgegangen. Also ob es Jeff Bezos ist, ob es Bill Gates ist, Steve Ballmer von Microsoft, die alle sind durch die Schule von Klaus Schwab gegangen. Auf der politischen Seite sind es Angela Merkel, Emmanuel Macron, Sebastian Kurz, Jacinda Ardern, also auch unser letzter Gesundheitsminister Jens Spahn kommt daher. Also da sind alle wichtigen Leute, die an den Schalthebeln der politischen Macht sind, vom WEF instruiert worden. Und die sind auch untereinander direkt miteinander vernetzt. Und was wir eben sehen, ist, dass in den letzten 2 Jahren etwas missbraucht wurde, nämlich der Begriff der Gesundheit. Es ging nie um Gesundheit. Es geht auch bei den Impfen geht es nicht um Gesundheit, sondern es geht in letzter Instanz um die biometrische Erfassung der gesamten Menschheit. Man muss sich da mal im Hintergrund gucken, was zum Beispiel das World Economic Forum in den letzten 20 Jahren getan hat. Also die haben mitgearbeitet an der Gründung der GAVI, G-A-V-I. Das ist die General Alliance for Vaccination and Immunization. Das ist eine Organisation, die hat dafür gesorgt, dass überall auf der Welt Impfstoffe verteilt wurden und das neue finanzielle Mechanismen geschaffen wurden, weil Impfstoffe herzustellen ist für die Hersteller oft nicht sehr lukrativ, ist ein sehr riskantes Unternehmen. Und diese GAVI hat dann dafür gesorgt, dass dieses Risiko rausgenommen wurde, dass den Herstellern immer bestimmte Summen garantiert wurden, sodass sie an diesen Impfstoffen weiter forschen konnten. Interessant ist, dass diese GAVI dann im Jahre 2017 mitgeholfen hat, eine neue Organisation zu gründen. Und das ist ID 2020, sitzt in New York. Und einer der Direktoren von ID 2020 ist der ehemalige Direktor von GAVI. Und da geht es um die biometrische Identifizierung des Einzelnen. Und das ist ein Traum der Digitalindustrie schon seit den 90er Jahren, dass man jedem Menschen auf der Welt eine digitale Identität verleiht. Und diese digitale Identität kann man nur über 2 Wege verleihen, entweder über ein Tattoo oder über eine Impfung. Und das ist die Agenda, die im Hintergrund verfolgt wird. Wenn man sich jetzt jedoch mit den Zielen des Weltwirtschaftsforums beschäftigt, könnte man jetzt recht schnell den Eindruck gewinnen, dass sich die Organisation eine Verbesserung der menschlichen Entwicklung wünscht. Wirtschaftsunternehmen sollen nachhaltiger und grüner werden und im Interesse der Gemeinschaft, der Gesellschaft handeln. Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um den Klimawandel aufzuhalten. Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, spricht in diesem Zusammenhang gerne von Stakeholder-Kapitalismus, Public-Private-Partnerships und Global Governance, die notwendig ist, um eben die dringendsten Probleme unserer Zeit zu lösen. Können Sie für unsere Zuschauer einmal entschlüsseln, was hat es mit diesen Begrifflichkeiten und Zielen des Weltwirtschaftsforums auf sich, Herr Wolf? Das sind einfach nur beschönigende Ausdrücke, mit denen man eine ganz andere Agenda verfolgen will.
Also man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass Klaus Schwab sagt, dass die Welt im Moment in einem schlimmen Zustand ist und in einen anderen Zustand überführt werden muss. Aber wer ist an dem schlimmen Zustand der Welt denn schuld? Wer hat denn 50 Jahre lang die Reichen und die Mächtigen in der Welt immer zusammengeführt? Wer hat denn die Agenda bestimmt, die uns die letzten 50 Jahre begleitet hat? Wer hat die Politiker ausgebildet, die seit 20 Jahren an der Macht sind? Genau das World Economic Forum. Also das ist alles, das sind alles nur hohle Worte. Und natürlich, jeder Diktator in der Vergangenheit hat seine Absichten immer kaschiert hinter schönen Worten und humanitären Erklärungen. In Wirklichkeit, man kann das auch bei Klaus Schwab genau nachsehen. Also man kann im Internet mal die einzelnen Zitate sich herauspicken aus seinem Buch The Great Reset, wo er davon schreibt, dass der Mensch jetzt auf eine höhere Ebene gehoben werden muss, indem man den Menschen mit der digitalen Sphäre verknüpft. Also das ist, dahinter steckt nichts anderes als dieser ultragefährliche Transhumanismus, dass man den Menschen nämlich seine Selbstbestimmung nimmt und dass man den Menschen tatsächlich in diese digitale Sphäre hineinführt und den Menschen dann auch teilweise von der künstlichen Intelligenz beherrschen lässt. Das darf man den Leuten natürlich nicht sagen, aber das große Ziel von Klaus Schwab ist nicht, die Menschheit besser zu machen, sondern die Elite, der er seit 50 Jahren gedient hat, dieser Elite die Möglichkeit zu verschaffen, weiterhin an der Macht zu bleiben. Und das ist das wirkliche, das ist die wirkliche Absicht hinter allem, was Klaus Schwab und das WEF tun. Eine Frage, die sich jetzt ja immer wieder stellt, gerade auch wenn wir uns derartige Aussagen von Olaf Scholz anhören, wenn er von einer großen Transformation spricht und sagt, dass Deutschland alles in seiner Macht Stehende tun wird, um dabei mitzuwirken, ist die Frage, welche Rolle spielt denn Deutschland bei der Erreichung der Ziele des Weltwirtschaftsforums? Also Deutschland spielt da schon eine herausragende Rolle, deswegen auch, weil die WHO offensichtlich Deutschland als einen besonderen Ort erkoren hat. Also wir haben ja dieses weltweite Pandemiezentrum, was im vergangenen Jahr hier in Berlin eröffnet wurde. Also das zeigt, dass die WHO sich sehr stark auf Deutschland konzentriert. Und da versucht man wahrscheinlich mit besonderer Härte bestimmte Maßnahmen durchzusetzen. Vielleicht ist Deutschland auch so der Teststandort für eine besonders harte Agenda der Zukunft. Aber auf jeden Fall spielt Deutschland eine herausragende Rolle, ist natürlich auch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Hier kann man sehr viel versuchen. Wir haben in der letzten Zeit ja auch gemerkt, dass in den USA es viel, viel größeren Widerstand gegeben hat als in Deutschland. Also in den USA gibt es ja diese republikanischen Staaten im Süden, die sich dieser ganzen Impfagenda da versagt haben. Also da gibt es größere Schwierigkeiten. Und ich denke, dass vielleicht wegen dieser großen Schwierigkeiten man eher den Fokus auf Deutschland gelegt hat und gesagt hat, also hier sehen wir mal zu, wie weit wir diese Agenda durchziehen können und sehen mal zu, ob wir hier mit den härtesten Maßnahmen einfach mal durchgreifen können. Klaus Schwab spricht jetzt ja auch immer wieder von der vierten industriellen Revolution, in der wir uns gegenwärtig befinden. Sie hatten jetzt zu Beginn des Gesprächs auch schon angedeutet, dass wir gegenwärtig vor historischen Umbrüchen stehen. Welche Herausforderungen kommen denn für uns als Gesellschaft im Zuge dieser Veränderung zu, Herr Wolf? Ja, wir müssen damit leben, dass unendlich viele Arbeitsplätze verloren gehen werden. Also man muss sich nur mal kurz vergegenwärtigen, was die Einführung des autonomen Fahrens bedeutet. Also wenn dieses autonome Fahren bis 2030 durchgesetzt wird, dann verlieren in Deutschland 800.000 Berufskraftfahrer ihre berufliche Grundlage. Dann muss man sich überlegen, was sonst noch so passiert ist, gerade im Rahmen der Pandemie. Man hat das Homeschooling eingeführt. Jetzt sollte man einfach mal seine Fantasie ein bisschen spielen lassen und das mal weiter durchgehen. Was ist, wenn man dieses Homeschooling in großem Maße durchsetzt? Also wir wissen, der Staat ist weitgehend pleite. Der Staat ist natürlich daran interessiert, seine Ausgaben zu reduzieren. Und ein Faktor wäre zum Beispiel, dass man möglichst viele Lehrer entlässt, dass man die ganzen Schulgebäude verkauft, dass man so seine Finanzen saniert. Und das wäre tatsächlich möglich im Rahmen des Homeschooling. Also wir haben zurzeit in Deutschland ungefähr 800.000 Lehrer. Aber wenn man das Homeschooling jetzt ganz rasant durchsetzen würde, dann würde man auch mit 800 Lehrern auskommen. Dann könnte man die Schüler einfach vor irgendwelche Screens setzen und einen einzigen Lehrer für jede Klassenstufe in ganz Deutschland einsetzen. Andere Jobs, die verloren gehen, Sachbearbeiter werden ihre Jobs verlieren, Steuerberater werden das, kaufmännische Angestellte und so weiter. All das lässt sich heute durch die künstliche Intelligenz ersetzen.
Das große Problem, was dadurch entsteht, ist nicht nur, dass sehr viele Leute arbeitslos werden, sondern dass diese Leute auch wirtschaftlich als Konsumenten ausfallen. Also die verdienen kein Geld mehr und deswegen speisen sie auch kein Geld mehr in die Wirtschaft ein. Und unsere Wirtschaft ist konsumgetrieben und deswegen müssen diese Leute irgendwie als Konsumenten erhalten bleiben. Und deswegen wird man diesen Leuten natürlich Geld zahlen müssen vom Staat aus. Und da gibt es natürlich im Hintergrund auch schon den Plan. Da gibt es den Plan, digitale Zentralbankwährungen einzuführen, mit denen man diese Leute dann finanziell über Wasser hält, aber nicht aus humanitären Gründen, sondern einfach aus dem Grund, um sie als Konsumenten für diese Wirtschaft zu erhalten. Ja, das Ganze läuft ja auch im Zuge der Digitalisierung. Wie schätzen Sie denn dort aktuell die Entwicklung ein? Wir sehen ja, dass wir auch aufgrund der technischen Fortschritte der letzten Jahre immer mehr Möglichkeiten haben, auch hier dieses Gespräch aufzuzeichnen. Wir können uns besser vernetzen, wir können schneller und effektiver miteinander kommunizieren. Also ist die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz womöglich Segen und Fluch zugleich, Herr Wolf? Ja, auf jeden Fall. Also das große Problem im Moment ist, dass die Welt in der Hand von einer ganz, ganz winzigen Elite ist. Also dieser digital-finanzielle Komplex nutzt die künstliche Intelligenz, um seine Macht zu festigen und weiter auszuweiten. Und das ist natürlich das große Problem. Wenn die künstliche Intelligenz zugunsten der Menschheit eingesetzt würde, dann stünden wir kurz vor der Realisierung paradiesischer Zustände. Und das ist das große Problem, ist die ungleiche Verteilung von Geld und der Herrschaft über Daten in der Welt. Das ist das große Grundproblem. Also die soziale Ungleichheit, die ja in den letzten 2 Jahren in einer unvorstellbaren Weise explodiert ist. Diese soziale Ungleichheit ist das Grundproblem der Menschheit. Und leider ist dieses Grundproblem im Moment in ganz besonderer Weise schädlich für das Fortkommen der Menschheit, weil diese künstliche Intelligenz eben benutzt wird, um die Massen zu beherrschen und nicht um die Massen irgendwie in ein freieres Leben überzuführen. Jetzt haben Sie zu Beginn ausgeführt, dass man mit der Impfung mehr Kontrolle gewinnen möchte. Können Sie einmal darlegen, wie das konkret aussehen soll? Also das ist ein Traum der Digitalindustrie schon sehr lange, dass man jedem Menschen eine eigene Identität gibt. Also dass jeder Mensch sofort zu erkennen ist. Das heißt, dass mal an einem Beispiel, wenn Sie heute zum Beispiel einen Zug benutzen, dann kommt da noch ein Schaffner, dem müssen Sie das Handy vorzeigen. Wenn Sie jetzt aber biometrisch erfasst sind, dann brauchen Sie gar keinen Schaffner mehr, dann steigen Sie ein, dann werden Sie biometrisch getrackt, dann wird die Bundesbahn irgendwann wissen, der ist da eingestiegen, der ist da ausgestiegen und wird Ihnen abends das dann vom Konto abziehen. Also das macht natürlich viele Vorgänge sehr viel einfacher. Wir werden dann so gut wie überhaupt nicht mehr bezahlen müssen, weil alles wird einfach nur biometrisch erfasst werden. Und diese Pläne, die sind in Zentralbankerkreisen schon seit Jahren besprochen worden, weil man da auch schon seit Jahren über diese digitale Zentralbankwährung nachgedacht hat. Und das Ganze geht auch noch weiter über unsere Gesellschaft hinaus. Also es gibt ja auf der Welt ungefähr 2,5 Milliarden Menschen, die kein eigenes Konto besitzen und denen man aber so eine biometrische Identität verpassen könnte über eine Impfung und die man so heißt das jetzt in den Kreisen, in das System inkludieren könnte, also mit hineinnehmen könnte in dieses System. Und da sehen wir auch wieder dieses Doppelsprech. Also da wird von Inklusion gesprochen. In Wirklichkeit geht es dabei um Kontrolle und Manipulation der Massen. Wenn Sie das so ausführen, Herr Wolf, dann muss ich auch sehr stark an das Social Credit System in China denken. Befinden wir uns denn auf dem Weg in chinesische Verhältnisse hier in Deutschland und im freien Westen? Absolut. Also dieser Covid-Pass ist ja schon längst Realität. Also selbst wenn er jetzt nicht ausgegeben wird, die ganzen Daten sind ja gesammelt worden. Also es hat ja noch nie eine solche Datensammlung wie in den letzten 2 Jahren gegeben. Also die großen IT-Konzerne haben mehr Daten gesammelt in den letzten 2 Jahren als in den 20 Jahren zuvor. Und das ist natürlich ein unglaublicher Vermögenswert für diese Leute. Und jeder von uns wird heute also den ganzen Tag getrackt. Also wenn Sie heute irgendwo in Berlin zum Beispiel ins Restaurant gehen, dann müssen Sie ja vorzeigen, dass Sie entweder geimpft oder getestet oder genesen sind. Das heißt, dass da über das Handy immer festgestellt werden kann, wo Sie sind, was Sie machen. Und das ist der Traum der Digitalindustrie, dass jeder Mensch völlig gläsern wird, damit diese Leute mit uns machen können, was sie wollen. Also ich erinnere nur mal an einen Faktor, der mir vor einiger Zeit aufgefallen ist. Also da hieß es in einem Bericht über
Amazon, dass Amazon aufgrund des Kaufsverhaltens von Frauen 2 Wochen früher als eine Frau weiß, wenn sie schwanger ist. Wenn man diese Tatsache nun positiv nutzen würde, dann würde Amazon dieser Frau einen Brief schreiben und sagen, herzlichen Glückwunsch, wir teilen Ihnen mit, Sie sind schwanger. Das tut Amazon aber nicht. Amazon nutzt aus das Kaufverhalten dieser Frau zu seinen Gunsten. Das heißt, Amazon wird der jetzt jede Menge Werbung einspielen, von der Amazon weiß, dass diese Frau darauf wahrscheinlich hereinfallen wird. Da sieht man, wie die künstliche Intelligenz zugunsten von Amazon missbraucht wird, weil es wäre für die Frau natürlich sehr wichtig, möglichst früh zu erfahren, dass sie schwanger ist, zum Arzt zu gehen und alle möglichen Vorkehrungen zu treffen. Also da sieht man an einem sehr konkreten Beispiel, wie die künstliche Intelligenz zurzeit missbraucht und nicht zugunsten der Menschen gebraucht wird. Jetzt könnte man ja dem aber entgegnen, dass jetzt zum Beispiel England angekündigt hat, alle Maßnahmen aufzuheben, beziehungsweise die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen in großen Teilen schon aufgehoben worden sind. Und auch der Covid-Pass muss nicht mehr vorgezeigt werden, um öffentliche Veranstaltungen zu betreten. Herr Wolf, ist das nicht entgegen Ihrer Theorie des gläsernen Bürgers? Absolut nicht. Das ist nur ein vorübergehendes Zugeständnis. Also die ganzen Daten für den Covid-Pass sind ja da, die sind gesammelt worden. Und wenn man den jetzt nicht vorzeigen muss, heißt das ja noch lange nicht, dass es im nächsten Winter nicht wieder losgeht. Also man kann ja dann die nächste Pandemie inszenieren, man kann irgendwelche anderen Vorwände nehmen, man kann den Klimawandel als Vorwand nehmen, den ökologischen Abdruck, den jeder Einzelne hinterlässt. Also die Daten für diesen Pass sind ja längst gesammelt. Und was wir jetzt im Moment sehen, sind kleine Zugeständnisse an die Bevölkerung, um die Bevölkerung zu täuschen. Ich erinnere nur daran, dass im Jahre 2020 die Gavi, also die General Alliance for Vaccination and Immunization, in London, mit dem Zentrum London, einen Weltkongress veranstaltet hat und Gelder eingesammelt hat für die große nächste Impfkampagne. Und da sind damals, ich glaube, fast 9 Milliarden Dollar zusammengekommen. Und 2 Milliarden Dollar davon hat England ausgegeben. Also Deutschland hat damals nur 600 Millionen gegeben, aber England hat damals 2 Milliarden dazu beigesteuert. Also das zeigt die wirkliche Agenda im Hintergrund. Dass jetzt ein paar Zugeständnisse gemacht werden, das sind ganz einfach nur kleine taktische Manöver, aber die große Agenda, die bleibt auf jeden Fall bestehen. Und die große Agenda hat, und das muss ich nochmal wiederholen, die hat mit Gesundheit nichts zu tun. Werfen wir gerne einen Blick auf die aktuelle Situation, Herr Wolf. Wir sehen ja, dass die meisten Länder die Corona-Maßnahmen lockern. Dänemark, England, Finnland. Nur in Deutschland soll es noch weiterhin strenge Maßnahmen geben. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat jetzt gesagt, dass bis Ostern, also bis Mitte April, es weiter Restriktionen geben soll. Auch Christian Drosten hat das nochmal in seinem aktuellen Podcast bestätigt. Also meine Frage an Sie, Herr Wolf, welche Rolle spielt Deutschland denn in der aktuellen Pandemiepolitik? Hier wird alles Mögliche ausprobiert. Wir sehen ja in der Politik, dass verschiedene Strömungen sich da gebildet haben. Also einige von den alten Hardlinern wie Herr Söder haben ja inzwischen Kreide gefressen und wechseln den Kurs. Also Herr Söder spricht neuerdings plötzlich immer von einer Strategie des Augenmaßes, was man von ihm ja überhaupt nicht gewöhnt ist. Besonders interessant ist natürlich, dass die Grünen mit besonderer Härte reagieren im Moment. Also Herr Kretschmann ist besonders hart, also auch der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen ist besonders hart. Habeck und Baerbock sind besonders hart in dieser ganzen Sache. Also ich denke, dass die vielleicht auch etwas länger an diesem Kurs festhalten werden, möglicherweise den aber auch irgendwann fallen lassen werden. Und dann werden wir wahrscheinlich die nächste Katastrophe präsentiert bekommen. Weil man hat ja gelernt in den ganzen letzten 2 Jahren, dass Angst unglaublich gut funktioniert. Und den Leuten ist Angst gemacht worden vor einem Virus. Diese Angst zerfällt jetzt und man arbeitet jetzt mit 2 anderen Ängsten. Man arbeitet einmal mit der Kriegsangst, indem man dauernd gegen Russland zu Felde zieht, indem man dauernd die Ukraine hochspielt und die angebliche Bedrohung, die Kriegsbedrohung durch Russland unglaublich aufbauscht. Und man spielt auf der anderen Seite auch mit der Angst vor dem großen, ungeheuer gefährlichen Klimawandel. Man wendet sich also nicht dagegen, gegen die ganze ökologische Zerstörung der Welt, sondern spricht ständig nur vom Klimawandel. Und da was dahinter steckt, ist auch wieder der Sozialpass, dass uns irgendwann dann nicht die Zustimmung zur Impfung, den Zutritt zu irgendwelchen Dingen im Leben gewährt,
sondern dass unser ökologischer Fußabdruck genommen wird und uns dann irgendwann eines Tages gesagt wird, weißt du was, du hast jetzt schon so und so viel CO2-Verbrauch, du darfst in diesem Jahr nicht mehr fliegen, du darfst da dein Auto nicht mehr auftanken. Also da werden alle möglichen Zwangsmaßnahmen im Hintergrund vorbereitet. Und für mich ist das Ganze eine ganze generelle Vorbereitung auf die neue Form des Geldes, nämlich das digitale Zentralbankgeld. Das digitale Zentralbankgeld würde von den Menschen unter normalen Umständen niemals akzeptiert werden, weil es die totale Versklavung der Menschheit unter dem Staat bedeutet, über das Geld. Und das würde niemals freiwillig akzeptiert werden. Und deswegen muss man absolut chaotische gesellschaftliche und wirtschaftliche Zustände herbeiführen. Und genau das sehen wir im Moment. Wir sehen seit 2 Jahren die Zerstörung der Gesellschaft, die Plünderung der Gesellschaft durch die Ultrareichen und die Schaffung von riesigen Konflikten innerhalb der Bevölkerung, nur um ein ganz großes Chaos zu schaffen. Und ich fürchte, dass man am Schluss vielleicht sogar Bürgerkriege inszenieren wird, um dann als allerletztes aufzutreten als Wohltäter und zu sagen, pass mal auf, wir präsentieren euch das neue Geld als Rettung vor den schrecklichen gesellschaftlichen Zuständen. Ja, jetzt arbeiten die Zentralbanken ja schon sehr lange an einer digitalen Währung. In China ist der digitale Yuan schon Realität. Wie schätzen Sie dort den Zeitplan für Deutschland und für den Westen ein? Denn für dieses Jahr ist ja der digitale Euro noch nicht geplant. Glauben Sie, das kann im Zuge dieser gegenwärtigen Krise alles doch noch vielleicht viel schneller gehen, Herr Wolf? Also abzuschätzen ist das ganz schwer, weil das alles hinter verschlossenen Türen läuft. Aber wir wissen ja, dass in China inzwischen 140 Millionen Wallets Tatsache sind. Also 140 Millionen Chinesen, also entweder Individuen oder Betriebe, haben bereits eine Wallet, natürlich noch mit sehr wenig Geld drauf. Es gibt im Moment noch sehr viele Probleme, die zu lösen sind, gerade technischer Art. Also wie überführt man das ganze Bankensystem in dieses neue System? Wie geht man mit den Vermögen der Leute um? Werden die ganz sofort in digitales Geld transformiert. Da gibt es noch große Probleme. Also ich denke, wir sind im Moment in so einer Übergangsphase. Also im Hintergrund wird unter Hochdruck an diesem neuen Geld gearbeitet, aber man versucht eben, das Ganze noch hinauszuzögern, weil man viele technische Probleme noch nicht gelöst hat. Aber es laufen ja große Testversuche in China. Es laufen auch die Testversuche der Amerikaner, hauptsächlich in den Westindischen Inseln. Da auf den Bahamas hat man den Sand Dollar ja eingeführt. Also da wird richtig an allen Ecken und Enden getestet. Und wann das kommt, das vermag man nicht zu sagen. Natürlich ist auch der Zusammenbruch des gegenwärtigen Systems nicht ganz so einfach zu planen. Also im Moment wird er immer weiter hinausgezögert durch Gelddrucken. Aber dieses Gelddrucken bewirkt natürlich eine ungeheure Inflation. Und wenn diese Inflation jetzt richtig durchschlägt, dann kann es sein, dass die Eliten ganz groß unter Zugzwang kommen und dann auch sehr plötzlich möglicherweise über Nacht mit dem digitalen Zentralbankgeld aufwarten werden. Ja, Stichwort Inflation. Wir haben ja hier gegenwärtig einen Rekordwert im europäischen Raum von knapp 5% Inflationsrate. In den USA liegen wir noch etwas höher bei knapp 7%. Dennoch glauben viele Ökonomen, dass sich die Wirtschaft erholen wird. Der Chefsvolkswirt der ING Dieber sagte gar, dass die deutsche Wirtschaft im Frühjahr ein eindrucksvolles Comeback feiern wird. Und auch die Bundesregierung geht davon aus, dass das BIP für dieses Jahr um knapp 4%, genau genommen um 3,6% wachsen wird. Herr Wolf, sind Sie da ähnlich optimistisch, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht? Also ganz sicher nicht, also weil diese Gelddruckerei, diese riesige Gelddruckorgie, die wir erlebt haben, dieses Hineinpumpen von Billionen von Dollars, Euros und Yen und Pfund in das System, die wird sich natürlich rächen. Und ich meine natürlich, wenn ich Chef der ING Diba wäre, dann würde ich auch so etwas sagen wie der Chef der ING Diba. Und wenn ich Politiker wäre, würde ich auch versuchen, die Leute zu beruhigen und den Leuten nicht auf diese Art und Weise Angst zu machen, weil dann ja die Verantwortung für den ganzen Prozess mir ja zugeschoben würde. Als Politiker würde ich auch sagen, nein, die Inflation, das ist nicht unser Problem. Unser Problem liegt im Gesundheitssektor, unser Problem liegt beim Klimawandel und unser Problem ist die große Kriegsgefahr. Ich würde die Leute auch auf diese Art und Weise ablenken. Aber ich kann nur sagen, dass die Inflation jetzt gerade in ihren Kinderschuhen steckt. Die Inflation wird sich weiterentwickeln. Wir haben so ungeheuer viel Geld in der Welt und wir haben natürlich diese ganz großen Probleme bei den Lieferketten, da sind so viele Lieferketten zerbrochen, das wird sich in der Zukunft noch ganz schwer auswirken. Dann haben wir die absichtlich hervorgerufene Energiekrise. Also die Zeiten, vor denen wir stehen, werden sehr schwierig sein.
Und die Inflation wird ein ganz wesentlicher Faktor dabei sein, um die Wut der Leute auch explodieren zu lassen. Und leider ist meine Vermutung, dass das auch eine Absicht ist, die dahinter steckt, dass man also möglichst viel soziale und wirtschaftliche Unruhe schaffen will, um dann am Schluss praktisch als Retter, als humanitärer Retter der Menschheit dazustehen. Generell haben die Zentralbanken ja zwei Möglichkeiten, die Inflation zu steuern. Das eine über Geldschöpfung, das andere über den Zins. Wir wissen jetzt, wir haben niedrige Zinsen wie nie zuvor. Das heißt, viel niedriger kann man kaum mehr gehen. Das heißt, das einzige Mittel, was noch zur Verfügung steht, scheint die Geldschöpfung zu sein. Herr Wolf, was glauben Sie, werden am Ende die Zentralbanken hier in Europa, die EZB und in den USA die Federal Reserve, dafür verantwortlich gemacht werden für den Crash? Ja, die werden auf jeden Fall verantwortlich gemacht werden. Aber die Zentralbanken sind schon lange nicht mehr unabhängig. Die Zentralbanken sind spätestens seit der Weltwirtschafts- oder der großen Weltfinanzkrise von 2007 nichts anderes mehr als Marionetten des digital-finanziellen Komplexes, vor allen Dingen der finanziellen Seite. Weil die Welt wird beherrscht von diesen großen Vermögensverwaltern. Also was die Zentralbanken tun, das tun sie nur in Übereinstimmung mit den großen Vermögensverwaltern. Wir dürfen nicht vergessen, der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, ist gleichzeitig auch der größte Berater der wichtigsten Zentralbanken, nämlich der Federal Reserve und der EZB. Also BlackRock gibt praktisch die Richtung vor, in die das ganze neue, frisch gedruckte Geld fließt. Und ich erinnere nochmal an die Vermögensverhältnisse da. Also die 10 größten Vermögensverwalter in der Welt verwalten zurzeit 45 Billionen Dollar. Das ist mehr als das Doppelte des Bruttoinlandsprodukts der USA. Das Entscheidende dabei ist, dass bei diesen 10 Vermögensverwaltern, bei 8 davon Vanguard und BlackRock die Hauptaktionäre sind. Und Vanguard und BlackRock selber sind miteinander direkt verbandelt dadurch, dass Vanguard der größte Hauptaktionär von BlackRock ist. Also da ist eine Konzentration, eine Macht entstanden, die so auf dieser Welt noch nie gegeben hat. Also Larry Fink ist, was die Finanzen angeht, der mächtigste Mann, der jemals auf der Erde gelebt hat. Ja, wir leben ja generell in wirklich historisch sehr spannenden Zeiten. Wir haben den höchsten Schuldenstand aller Zeiten, die größte Geldmenge aller Zeiten, die niedrigsten Zinsen aller Zeiten. Die Schere zwischen Arm und Reich ist so groß wie noch nie. Der Mittelstand befindet sich vor dem Ausbluten. Der Handelsverband geht jetzt davon aus, dass 16.000 Geschäfte noch dieses Jahr infolge der Maßnahmen pleite gehen werden. Glauben Sie denn, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir den lang angekündigten Crash erleben werden, Herr Wolf? Ja, ich denke, man wird versuchen, den so weit wie möglich hinauszuschieben, weil, wie gesagt, wir leben in dieser Übergangsphase. Also die Elite weiß, dieses System ist zum Scheitern verurteilt. Dieses System wird zusammenbrechen, aber sie haben ja im Hintergrund den Plan für dieses neue System, für das digitale Zentralbankgeld. Und die Frage ist eben, wie lange lässt sich dieses System aufrechterhalten? Und die werden tatsächlich in Zukunft auch weiter Geld in das System hineinpumpen. Weil, also wir haben ja 2018 schon mal gesehen, dass versucht wurde, die Geldpolitik zu straffen. Also 2018 hat die Federal Reserve den Zinssatz damals 4-mal um 0,25% erhöht, also insgesamt um 1%. Was war das Ergebnis? Dass die Aktienmärkte zu Weihnachten 2018 einen Zusammenbruch wie seit 80 Jahren nicht erlebt haben. Und wenn die Zentralbanken tatsächlich jetzt Anfang nächsten Jahres wieder die Politik straffen, wird etwas Ähnliches passieren. Aber ich glaube, das wird auch wieder ein mehr oder weniger orchestrierter Crash sein. Also es wird ein Crash sein, den man erlaubt. Da werden die Großen vorher eingeweiht sein. Die werden auf diesen Crash auch noch wetten. Und dann wird man diesen Crash wieder auffangen durch noch größere Geldmengen. Also dann wird man Billionen wahrscheinlich im zweistelligen Bereich ins System einspeisen. Die Frage ist, wann wird die Inflation so durchschlagen, dass sie in eine galoppierende und in eine Hyperinflation übergeht? Und das kann man im Moment niemand genau voraussagen. Weil das, wo die Situation, die Sie gerade richtig beschrieben haben, die Situation, in der wir uns befinden, ist eine, in der sich die Welt noch nie befunden hat. Also es ist eine absolute Ausnahmesituation. Und da sind Voraussagen äußerst schwierig zu tätigen. Das Einzige, was man weiß, ist, dieses System ist zum Tode verurteilt, dieses System wird zusammenbrechen, aber wann genau, kann niemand sagen.
Herr Wolf, wie blicken Sie denn nun in Anbetracht dieser ganzen Ereignisse in die Zukunft? Zählen Sie zu all jenen, die Zweckoptimist sind und sagen, wir kommen da schon irgendwie durch, oder sind Sie doch sehr pessimistisch in Anbetracht der Umstände, in der wir uns befinden? Also es gibt ja viel Anlass zu Optimismus. Es gibt ja einen sehr großen Widerstand und mein Hauptanliegen in den ganzen letzten Jahren war ja, die Leute darüber aufzuklären, was im Hintergrund läuft. Dass also wir von den Politikern und den Wissenschaftlern weitgehend getäuscht werden, dass man auf das Finanzsystem und auch auf das, was im Digitalsektor passiert, dass man darauf achten muss, um zu verstehen, was los ist. Und ich muss sagen, der Nährboden für diese Aufklärung war nie so gut wie jetzt. Also die Gegenseite hat sich noch nie so enthüllt aufgrund der Verschärfung der Situation. Und es war noch nie so einfach, die Leute wirklich davon zu überzeugen, dass das, was ihnen zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien vormachen, dass das alles nicht der Wahrheit entspricht. Also insofern sehe ich der Sache optimistisch entgegen. Ich sehe auch im Moment, dass diese ganzen Spaziergänge immer mehr werden. Ich sehe da, was sich in Kanada entwickelt. Also ich glaube, dass sich eine große Gegenbewegung entwickelt. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, also meine Großeltern, die haben zwei Weltkriege durchgemacht. Und ich denke, dass die haben auch danach wieder ein vernünftiges Leben führen können. Ich glaube, dass diese großen Schwierigkeiten auch immer große Chancen bergen. Und ich selber bin ja in China geboren. Und in China ist das Zeichen für Krise besteht aus zwei Zeichen. Das eine ist Gefahr und das andere ist Chance. Und daran glaube ich auch. Lieber Herr Wolf, haben Sie vielen Dank für das wirklich sehr spannende, aufschlussreiche Gespräch. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke sehr.